Gut, noch ein paar weitere Beispiele zur Kettenregel. Schauen uns diese Funktion an. F von x gleich in Klammern 2x² plus 3 hoch 4. Hier solltest du inzwischen erkennen können, dass die äußere Funktion die hoch 4 Funktion ist, also u von Herzchen gleich Herzchen hoch 4 und damit die Ableitung 4 Herzchen hoch 3 hat. Die innere Funktion ist das Ding hier drin, also 2x² plus 3. Das hat als Ableitung einfach 4x. 2 kommt runter, die 3 fällt weg. Kettenregel sagt dann, wir müssen u' an der Stelle v von x hinschreiben, also die äußere Ableitung 4. Und jetzt da, wo das Herzchen steht, wird v von x eingesetzt. Das ist dieses Ding hier. Und dann mal die innere Ableitung, also mal 4x. Dann fasse ich hier noch das zusammen, indem ich das nach vorne schreibe. 4 mal 4 ist 16, dann steht hier 16x mal dieser Ausdruck. Da solltet ihr, wie gesagt, hinkommen, dass ihr sowas in einer Zeile ohne diese ganzen Nebenbemerkungen mit U und V überhaupt braucht. Also in einer Zeile solltet ihr das hinschreiben können. Ihr könnt euch schon vorstellen, das ohne Kettenregel zu machen, da müsstet ihr das ganze Ding, das Binom hoch 4, erstmal ausführen. Können die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr, müsst das Pascal-Dreieck für die richtigen Vorfaktoren verwenden und dann ableiten. Das ist viel mehr Aufwand. Also hier sieht man schon, die Kettenregel lohnt sich bei dem Beispiel mit der Wurzel davor. Das geht gar nicht mehr ohne Kettenregel durch irgendwie Umformen. Nächstes Beispiel. Wir betrachten diese Funktion 1 durch Cosinus. Da muss man vielleicht erstmal genauer hinschauen, was da überhaupt die Verkettung ist. Das ist folgende Verkettung. U nach V, wobei die äußere Funktion die 1 durch Funktion ist. Also U von Herzchen ist 1 durch Herzchen. Die innere Funktion, klar, die ist dann Cosinus x. Das ist aber vielleicht nicht ganz so einfach auf den ersten Blick zu erkennen. Also das ist eine Verkettung mit diesen beiden Funktionen. Äußere Ableitung, das Ding nach Herzchen ableiten, in Gedanken umschreiben als Herzchen hoch minus 1. Dann gibt das minus Herzchen hoch minus 2 oder minus 1 durch Herzchenquadrat. Die innere Ableitung, müsst ihr euch erinnern, Cosinus abgeleitet, gibt minus Sinus. Dann sagt die Kettenregel G', die Ableitung dieser Verkettung ist äußere Ableitung, also U' an der Stelle V von x, heißt, da wo Herzchen steht, wird V eingesetzt, also minus 1 durch Cosinus x ins Quadrat, mal die innere Ableitung, dann schreibe ich beides noch auf einen Bruchstrich, minus mal minus gibt plus. Und das ist einfach eine abkürzende Schreibweise, dass ich mir eine Klammer spare. Cosinus Quadrat x steht für diesen klobigen Ausdruck hier. Okay, machen wir vielleicht noch ein Beispiel handschriftlich zur Kettenregel. Das ist für mein hier dann vielleicht leichter nachzuvollziehen. Zwei Funktionen. Die eine f von x ist Cosinus von Wurzel x. Die andere g von x ist Wurzel aus Cosinus x, also gerade andersrum verkettet. Versuchen wir es gleich mal wie große Kinder, ohne viele Zwischenschritte aufzuschreiben. Die Ableitung der Funktion f nach der Kettenregel ist äußere Ableitung, also Cosinus ableiten, gibt minus Sinus. Dann nicht an der Stelle x, sondern an der Stelle der inneren Funktion, also Wurzel x, mal die innere Ableitung. Da muss ich die Wurzelfunktion ableiten. Und das machen wir jetzt nicht mehr so ausführlich, sondern das weiß man oder leitet sich es nochmal extra her. Das ist 1 durch 2 mal Wurzel x. Und das war's schon. Könnte man auf einen Bruchstrich schreiben, aber kann man lassen. Falls es gefragt sein sollte, Definitionsbereich der Ableitung. Aufgrund der Wurzel kommen sowieso nur Zahlen größer gleich 0 in Frage, weil das x hier unten steht, beziehungsweise Wurzel x. Sind das nur tatsächlich die positiven Zahlen? R plus, also von 0 bis unendlich. B. Wir leiten g ab mit der Kettenregel. G' von x ist gleich. Die äußere Funktion ist jetzt die Wurzel. Ja, wir würden ja zuerst Cosinus ausrechnen, innere Funktion, und dann äußere Funktion
Die Wurzel, die müssen wir ableiten. Wurzelherzchen abgeleitet ist 1 durch 2 mal Wurzelherzchen. Also kriegen wir 1 durch 2 mal die Wurzel. Nicht an der Stelle x, sondern an der Stelle Herzchen, also Cosinus von x, mal die innere Ableitung, also minus Sinus von x. Auch hier, das wird in der Regel nicht gefragt sein, aber der Vollständigkeit halber, der Definitionsbereich von g'. Man sieht schon, unter der Wurzel darf nichts Negatives stehen und es darf auch nicht 0 werden, weil es ja im Nenner steht. Cosinus, wenn ich mir den Cosinus überlege, Cosinus geht so und dann geht er ins Negative. Das ist jetzt keine schöne Zeichnung, aber egal. Pi halbe minus Pi halbe. Dann wäre ein möglicher Definitionsbereich das Intervall von minus Pi halbe bis Pi halbe. Die Grenzen muss ich rausnehmen, denn sonst würde hier im Nenner 0 stehen. So, falls ihr schon ein bisschen geübt habt, sollte euch auch dieses Beispiel nicht allzu schwer fallen, wobei das schon ein bisschen knackiger ist. Wir haben hier dieses Ding. Was ist denn das für eine Verkettung? Ja gut, die äußerste Funktion, die ich ganz zum Schluss mache, ist diese dritte Wurzel. Also ist u von Herzchen dritte Wurzel aus Herzchen oder eben Herzchen hoch ein Drittel. Die innere Funktion ist dann dieser Cosinus. Machen wir erstmal soweit die Kettenregel. Äußere Ableitung, Potenzgesetz, ein Drittel kommt vor, 1 abziehen, bleibt hier minus 2 Drittel, das schreibe ich nach unten. Und Herzchen hoch 2 Drittel ist die dritte Wurzel aus Herzchen Quadrat. Also liefert mir die Kettenregel in Schritt 1, äußere Ableitung, u' von v von x, heißt hier für Herzchen v einsetzen, das ist das hier, schreibe es hier gar nicht aus, mal die innere Ableitung. Und spätestens jetzt erkennt man, oh, jetzt brauche ich nochmal die Kettenregel, denn das ist ja auch eine Verkettung. Wenn man schon genug geübt hat, braucht man hier diese nächsten Schritte gar nicht mehr machen, sondern schreibt direkt ist gleich und leitet dann das nach der Kettenregel ab. Aber wir machen es einmal noch ausführlich. Um das abzuleiten, erkenne ich die äußere Funktion, die nenne ich jetzt mal w, ist der Cosinus. Die innere Funktion ist x² plus 1, die nenne ich z. Äußere Ableitung. Cosinus abgeleitet ist minus Sinus, an der Stelle Herzchen, innere Ableitung ist 2x. Um also diese Ableitung zu bekommen, mache ich äußere Ableitung, ist minus Sinus an der Stelle der inneren Funktion, also x² plus 1, mal innere Ableitung 2x. Wenn ich das jetzt alles zusammen in diese Formel einsetze, dann bekomme ich dieses schöne Ergebnis. Also hier für v wird dieser Cosinus eingesetzt, für diese Ableitung das, was wir gerade diskutiert haben. Dann schreibe ich alles auf einen Bruchstrich und bekomme hier diese Funktion.